bald. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Und dieses Mal zocken wir Trine. Ja, ein neues Let's Play. Und ich weiß gar nicht, ich kann nicht allzu viel zu dem Titel sagen. Ich habe ein bisschen schon mal angespielt, aber auch noch nicht viel. Und das ist auch schon ein bisschen länger her. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach ein neues Spiel auf Speicherplatz 2. Oder 1. Ich überschreibe mal den ersten. Hallo? Bestätigen? Ach, geht gar nicht? Okay. Wir spielen erstmal auf einfach, naja, weil ich sonst die ganze Zeit fail. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Allerdings sollte etwas geschehen, was den Lauf der Geschichte ändern sollte. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Okay, die Zeit war gekommen und wir drücken auf Start. Wir sind... Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Okay. Das ist also die Diebin hier. Bewegen und springen via SD und Maustaste stimmt aber nicht. Mit Leertaste springe ich auch. Huch, jetzt bin ich runtergeflogen. Und wie ihr seht schon, das ist so ein Misch aus Jump'n'Run-Spiel und was ist denn noch? Ich kenne mich ja mit den Genres hier nicht immer so genau aus, was es jetzt im Genauen ist. Ich nutze Enterhaken, rechte Maustaste. Kann man sich auch festkrallen. Grafisch gesehen ist das Spiel wirklich Hammer eigentlich für ein Indie-Game. Und steuerungsmäßig eigentlich auch. Ich glaube, wir müssen uns hier irgendwie... Oben drüber, genau. Und es gibt inzwischen schon Trine 2. Und wenn... Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Es gibt schon Trine 2 und wenn ihr Bock habt oder wenn ich doch Bock hab, werden wir nach Trine 1, ich will das ja alles immer chronologisch durchgehen, auch noch Trine 2 spielen. Dann plündern wir mal die Truhe. Ich habe ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. In dem Moment, als alle Hoffnung verloren war, passierte etwas Außergewöhnliches. Ah. Interessant. Okay. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen.
In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Ach so, was ich vorher übrigens gesagt habe, stimmt gar nicht. Mit W kann man auch springen. Nicht nur mit Leertaste. Ja, wie wir sehen, wechseln wir hier die Charaktere. Und weil ich gerade runtergeflogen bin, habe ich Leben verloren, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Und jetzt spielen wir einen Zauberer. Und mit dem... Huch. Und er kann zaubern und irgendwelche Objekte bewegen. Ach so, mit Rechtsklick kann man Objekte schweben lassen und woanders hin tun. Wir können solche Tränke aufsammeln, die wahrscheinlich hier unsere Mana wieder auffüllen. Oder auch unser Leben. Weil später werden da auch noch Gegner kommen. So viel kann ich schon mal versprechen. Und hier oben hat es einen Zaubertrank. Den würde ich ja auch gerne hier herholen. Wenn das denn funktioniert. So. 1 von 50 Tränken. Und hier ist nochmal ein. Ist ja unglaublich. Ja, komm. Was ist das für ein Trank? Ich sehe es gar nicht, was das für ein Trank ist. Mit Linkstaste kann man wahrscheinlich... Was kann man mit Linkstaste machen? Ich weiß gar nicht. Mit Rechtstaste kann man irgendwelche Objekte schweben lassen. Okay, 2 von 50 Tränken. Da muss man also ein Auge offen halten. Da oben ist zum Beispiel nochmal einer. Zeichne eine Kiste. Ach, mit der Linkstaste kann man irgendwelche Objekte zeichnen und dann erscheinen die. Sehr schön. Ah, wieso komme ich da nicht hoch? Kann ich hier nochmal so eine Kiste? Ah, sehr schön. Ach so, und dann verschwindet die andere natürlich. So, wie komme ich denn da oben hin? Kann ich jetzt die Kiste, kann ich nehmen? Kann ich die auch nach oben schweben lassen? Das wäre ganz famos. Ja, ich will doch den Trank hier. Na, komm. Na. Okay, ich glaube, den kriegen wir nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit damit verbringen, irgendwelche Sachen zu holen. Und dann würde ich sagen, wir zeichnen hier mal eine Kiste. Und hier mal, da müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Okay. Es reicht also nur, wenn es kurz berührt. Und kennen wir diesen Bereich nicht schon? So scheint es mir. Die Diebin. Oh. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Die Diebin. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt bereits schon drei Charaktere, mit denen wir spielen können. Ah, so dumm ich. Den Eintrag hätte ich doch wollen, aber ist jetzt auch nicht so wild. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man alle Tränke bekommt. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht erfahren, weil wir sowieso einen jetzt schon verhauen haben. Wow. Was ist das? Ich weiß es nicht, mein Freund.
Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Scheinbar stürzt die Bude gerade ein. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. So. Der Zauberer konnte es nicht erklären. Aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Trine. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Ja, bist du jetzt fertig? Ich muss mal ganz kurz was schauen. Muss ich ganz kurz den Tab wechseln? Ah, okay, ich nehme auf. Habe ich schon fast gedacht, dass ich nicht aufnehme. Okay, und da ist das Spiel abgestürzt. Hätte ich vielleicht mitdenken sollen, aber egal, wir sehen uns gleich wieder. Bei Try. Ihre Schuld! Wir müssen sie in Verwahrung nehmen. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Trine. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Wir kleben zusammen. Aber sie... Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Okay, wir können also die Charaktere jetzt wechseln. Zwischen... Aha, die machen mir keine Angst. En garde! Ja, zwischen dem Zauberer, der Diebin und dem Krieger. Und es harmoniert nicht unbedingt zwischen den dreien. Und hier lauern schon die ersten Gegner auf uns. Kann man hier blockieren und auch angreifen. Das klappt doch schon mal ganz gut. Wo bin ich da nur reingeraten? Wir müssen nun nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Es ist nicht weit entfernt. Ja, ich weiß auch gar nicht, welche Stimmen das jetzt hier alles sind. Ich glaube, das war gerade der Zauberer. Okay. Na. Und zum Glück hat der da den Spielstand gespeichert, weil gerade eben ist ja der Spielstand abgeschmiert, als ich den Tab gewechselt habe. War es vielleicht nicht so klug, aber es war mir wichtiger, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe bei Audacity, weil das wäre richtig kacke gewesen, wenn nicht. Hat es auf jeden Fall gemacht und naja, gehen wir jetzt hier mal weiter, wenn ich überhaupt weiter... Achso, ja, ich kann ja so eine Kiste machen. Oh, geht nicht. So. Da kommt man ja auch drüber.